Station abgeschlossen. Das sind wir noch nicht. Smoke on the water. Komm schon. Ja, wenn wir sie finden, dann finden wir sie. Wenn nicht, ist auch okay. Ne? Wisst ihr, ich wollte ja eh mal hier Karte. Wo sind denn hier überhaupt Fahrzeuge? Was kann ich denn hier kriegen? 13.000? Turbo R 740. Okay. Noch ein Motorrad, Archa Quarz und ein ganz kleines Auto. Was ist denn eigentlich mit unseren Apartments? Fünfundfünfzigtausend und 40.000. Okay. Was soll das sein? Wohndesign. Umgestaltungskatalog. Okay. Sag ich mal. Das interessiert mich jetzt, wo das sein soll. Die drei Häuser habe ich, ja. Also die drei Apartments habe ich. Aber was ich hier noch alles machen kann, ey. Richtig viel Zeug. Aber ich hätte trotzdem gerne irgendwie ein schnelleres Auto. Ich weiß nicht, wenn ich da die Eier kraulen muss dafür, aber mal gucken. Fahren die nicht weiter. Gucken hilft, Arschloch. Das ist halt grün, fährt aber keiner hier.
versteckst du dich? Könnte auch eine. Warte. Was zur Hölle ist das? Hat der gerade eine Flash geschmissen oder was? Ja, selbst wenn du mir jetzt das letzte Fahrzeug oder sowas sagst, ne, heißt es ja wohl nicht, dass es mir gefällt. Ne? Control. So, Cyberwehrstörung, Kurzschluss, Optik, Bewegungs-Cyberwehr. Punkte. Huf. Was für ein Brocken, ey. Letztes Mal, wo ich ihn gesehen habe, hat er mich hier in Stücke gerissen, ne? Dann dachte ich mir so, okay, ich komme später nochmal wieder. Jetzt habe ich dich in Stücke gerissen. Katana. Seid ihr jetzt schon wieder? Tiger Claw. Wer ballert hier? Gehen wir da, oder? Ja, genau. Genauso wie mit der Skillung oder so, oder halt, wie man halt das Spiel auch spielt, ne? Immer so Geschmackssache. Wie man Sniper mag oder nicht. Welches Auto man geil findet oder welches Motorrad man geil findet. Alles Geschmackssache.
Genauso wie mit der Skillung, ne? Manche mögen die Skillung, die anderen mögen die Skillung. Hm. Sehr hoch. Da wollte ich eigentlich auch noch mal vorbei, ne? Weil da war das ja so, dass sie immer meinte, sie hat noch nicht genug Cyber-Typen, aber haben wir überhaupt noch eine Cyber-Attacke? Hier drüben haben wir noch zwei. Okay, dann machen wir erstmal die fertig, bevor wir hier zur Regina gehen. Warum ist eigentlich Regina und nicht Regina? Leute, benimmt euch! Schaltet man hier den Alarm los. Letzte Info. Meinst du jetzt hier wegen der Werbung oder was? Oder meinst du diese Tarot-Bilder? Die Werbung habe ich tatsächlich ganz am Anfang schon angeguckt. Aber warum soll ich sie mir jetzt nochmal angucken, wenn ich sie schon angeguckt habe? Oh, halt da schon. Ne, die Werbung habe ich mir schon angeguckt. Einige fand ich auch ziemlich lustig, andere verstörend. Aber ja, ich meine, wenn man sich wirklich Werbung angucken, eigentlich nicht. Man wird ja heutzutage schon mit Werbung zugeschissen. Na? Konnte ich mich hier nicht importen, weil ich den noch nicht hatte. Deswegen. Wie? Gehen ein paar Seta-Tech-Konzerne in eine Werkstatt? Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Ja.
So, was explodiert denn hier eigentlich immer? Ach so, die Minen oder was? Ja gut, die habe ich nicht gesehen, ne? Hast du dich gerade selber ausgenockt? Jetzt bleib liegen, verdammte Scheiße. Da wird die Moni aber auch nicht mehr hören, wa? Meine Güte. Was ist mit dem los? Power-Sturmgewehr. Sieht so ein bisschen aus wie eine AK, wa? Tausend, krass. Interne Germwährung, krass und provokativ. Vor allem die Olle mit dem Schwanz, ja. Der denn hier alles zugemüllt, ey. Mit den ganzen Minen und so. Ja, weiß ich nicht, wie lange ich kein Fernsehen mehr geguckt habe, ey. Pff. Schon über 10 Jahre oder so. Kommt ja nur noch Scheiße im Fernsehen. Da gibt's mir ja bestimmt recht, wa? Aua! Kommt ja nur noch Müll im Fernsehen. Alles vergessen, ey. Treffen oder was? Durchsuche die Umgebung nach Informationen. Ah, okay. Nachrichten. Lizenz? Welche Lizenz? Zetatech. Ich fertig, wa? Ja, falsche Taste. Aber der lebt noch, oder? Zumindest bewegt er sich, ja. Ist okay. Will ich eine Nachricht schicken? Okay. Give me my money. Okay.
Okay, was haben wir jetzt? Hier unten. Mich anguckt. Dabei weiter boxt. Wet Dream. Er dann ganz unten hat. Wenn wir jetzt rumballern, ne, dann meckern sie wieder alle. Illegal, illegal. Ja, scheint aber tot zu sein. Der Leiche, wahrscheinlich Showrunner. Schön bewegungsunfähig gemacht, ne? So wie sich das gehört. Finger am Abzug weh. Und weggenockt. Teilweise, ne? Und dann, wie sie ihr halbes Gesicht abnehmen können oder so, ja? Oh, ein Power Revolver. Muss mal wieder ein paar Waffenhändler abklappern, ob die nicht irgendwie seltene Schemata wieder für mich haben. Okay. Also liest den Splitter Nachricht an Down und liest den Nachricht an den. Oh, es regnet! Guck mal! Es regnet, die Erde. Funktioniert, hänge ich da hinten die Achterbahn? Mit der schon mal gefahren?
Nachricht an Dummy und... Ich denn nur durch, jetzt mal so. Viel zu viel gehen. So, jetzt müsste ich doch eigentlich alle Cyberattacken erledigt haben, ne? Das heißt, dann gehen wir mal zur Regina. Und gucken, ob die uns irgendwas Neues geben kann. Was nehmen wir denn? Wo ich den hier war. Cyberbabes. Was können wir schon? Es gibt immer nur so vereinzelte Werbebilder oder Plakate, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, die meisten. Das meiste halt schon was, ja. So, hoffen wir mal, dass die uns jetzt was irgendwie erzählen können. Weil wir haben jetzt ja echt genug Leute für sie geschnappt. Mit Cyberpsychose, ne? Gucken, ob sie uns helfen kann. Wie? Über die Cyberpsycho-Sache? Da gibt's noch nichts Neues. Ich brauche noch mehr Daten. Die Organisation, die diese experimentelle Therapie entwickelt. Ich traue denen selbst nicht ganz. Wir brauchen mehr Testsubjekte, wenn das was werden soll. Noch mehr? Ah, ich hab dir schon alles geschickt, was ich dir geben konnte.
Na gut. Ach so, weil ich ihr das noch nicht geschickt hatte, oder was? Warte mal kurz. Ich dachte, die Quest hat sich schon fertig. Aber nicht. Da geht noch was, auf jeden Fall. Noch mehr suchen, aber da ist auch gar nichts mehr, glaube ich. Also laut Karte ist da nichts mehr. Ich kann ja noch mal gucken, ja, aber laut Karte ist hier nichts mehr. So, Mission, guck mal. Ich habe jetzt nur noch hier NCPD, diese Nebenaufgaben, aber keine Cyber. Oh, da ist noch eine Cyber-Tag. Aha. Eine habe ich noch gefunden. Wer hätte das gedacht? Einen habe ich noch gefunden. Muss ich ja doch noch mal runter. Ich habe gesagt, wir hätten jetzt alles. Falsch gedacht, ne? So wie es aussieht. Ist das schon eine Schnellreise hin? Ja, nicht ganz, aber zumindest in der Nähe. Echt jetzt? Scheinbar ein Blutbad in einem Obdachlosenlager. Ich schick dir mal die Infos, aber viel habe ich nicht. Wahrscheinlich war das ein Cyberpsycho. Lass ihn bitte am Leben, okay? Okay.
mal einer an. Beide down. Meine Güte. So, warum hat die jetzt hier alles weggebumst? Red Alert Netrunner Anzug mit Spannungsschutz. Verbesserungsfilter. Kriegen wir wieder ein bisschen Muni, wa? Wir müssen mehr mit dem Revolver spielen. So, was soll ich machen? Lies den Splitter. Okay, mach ich. Archivites Gespräch, Tamara Cosby und Toni Ludig. Archiviertes Gespräch. So, Regina, wie sieht's aus? Ah,
Gut, wo fahren wir jetzt hin? Ja. Tagsüber. Komm schon, Baby. Was ist das? Ein Pickup, wa? Hey, Claire. Fette Maschine. Du kennst dich aus und hast Geschmack. Darf ich vorstellen? Die Bestie. Bier ist im Kühlschrank, wenn du willst. Danke. Also, warum bin ich hier? Ich brauche einen Fahrer. Dich zum Beispiel. Ja? Ich tu mal neu laden. Da ist gerade ein Bug drin, dass ich die Sachen nicht sehe. Jetzt sehe ich's. Hey, Augen zu mir! Hä, ja, was sagst du? Ein Fahrer, ha? Huh? Und du navigierst? Nicht ganz. Dieses Rennen bestreiten Fahrer und Schützen. Und was bist du? Schützenkönigin oder Fahrschulabbrecher? Eher Motortunerin. Ist mein Ding. Außerdem schieße ich gut, fahre aber keine Rallyes. Ich hoffe, du hast es drauf am Steuer. Du machst das aber nicht zum ersten Mal, oder? Keine Sorge. Hab schon viele Runden gedreht. Und dein letzter Fahrer? Hat er aufgehört? Kann man so sagen. Ist letztes Jahr bei einem Rennen gestorben. Tut mir leid. Okay, Claire. Du hast einen Fahrer. Okay. Es sind 4 Rennen. Das erste im Stadtzentrum. Danach kommt eins in den Badlands, dann Santo. Und das letzte in Watson. Was springt dabei für uns raus? Die ersten kriegen Geld. Wenn wir gewinnen, teilen wir 50-50, okay? Hab jetzt schon Gänsehaut. Hab auch ein Auto. Warum nehmen wir nicht das? Kommt drauf an, was es so kann. Hier geht's nicht nur um Tempo. Das wird viel, viel krasser. Keine Sorge, ich fahr keine Seifenkiste, okay? Dein Auto, meins. Du bist am Pedal, du entscheidest. Wann geht's los? Es gibt eine Qualifikationsrunde, die müssen wir fürs Finale abarbeiten. Und wie? Wir müssen in mindestens 2 Rennen unter den Top 3 sein. Treffen wir uns im Stadtzentrum. Ich schick dir alles. Wenn du übertunte Motoren heulen hörst, bist du richtig. Wir sehen uns dort. Scheiße, nicht gut. Was? Turbo Dracula. Okay, das ist neu.
Wieso hat die eine Blendgranate hier in ihrem Ding drin? Nicht aufhören jetzt! Weiter feuern! Kladde nach! Deck mich! Zu den Waffen! Das nächste Mal seid ihr ein bisschen leiser, ja, wenn ich hier eine Unterhaltung führe. Mit der schicken Frau. Wie einfach so rumballern können, ne? Und kein Schwanz interessiert's. So, warte bis klärlich an einen Tag, okay. Wie? Ich hab was für dich. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Du fragst dich, was das ist? Keine Ahnung, aber sie ist ein Haufen Ellis wert und der Kunde will sie zurück. Das übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Okay. So, wer klaut hier Betasäure? Entschuldigung? Oh, sorry. War gerade woanders. Willkommen im Dewdrop-Inn, wo jeder Tag mit einem Lächeln beginnt. Ich wollte mich hier mit wem treffen. Booker Updike. Okay. Und? Ist er hier? Weiß nicht. Ich bin nur die Vertretung für meine beste Freundin. Die ist krank. Mhm. Ziemlich ruhiger Laden hier. Entspannt. Findest du? Das verdanken wir sicher Sixth Street. Wenn irgendjemand unsere Gäste belästigt, sorgen die für Ruhe. Oh, shit. Du bist kein Bulle, oder? Ganz im Gegenteil. Okay, gut. Ich soll nämlich nicht mit Bullen reden. Krieg ich spontan noch ein Zimmer? Moment, ich guck mal. Ein Zimmer im Erdgeschoss wäre frei. Ist das okay? Das nehme ich. Nova, das ist Zimmer 106. Moment, ich muss noch das hier vorlesen. Dewdrop Inn übernimmt keinerlei Verantwortung für Sachbeschädigung oder die Gesundheit der Gäste. Wir behalten uns vor, Gäste, falls notwendig, des Gebäudes zu verweisen. Schönen Aufenthalt. Danke. Fühl mich wie zu Hause. Ich fühle mich wie zu Hause, okay. So, dann essen wir und trinken wir mal was, ne? Ach, muss mir auch sowas auffallen. Shit.
Wie heißt der? Uke 103 ist ja okay. Hat er seinen Kopf verloren? Kriegt, ne, dass ich hier rein bin jetzt 101. Hat dich jemand eingeladen? Verpiss dich! Hey, arbeitest du hier? Nee, ich genieße nur die tolle Aussicht. Ich habe nett gefragt, aber ich kann auch ganz anders. Okay, schon gut. Reg dich ab, okay? Ja, ich bin so eine Art Hausmeister hier. Klempner, Elektriker, alles Mögliche. Ich suche einen Kumpel, Booker Updike. Moment, so ein großer Weiser? Will immer seine Ruhe haben? Kann sein, hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wieso will er seine Ruhe haben? Naja, der hat sich in seinem Zimmer eingesperrt. Kommt nie raus, nicht mal für einen Kaffee morgens. Aber hey, der Kunde ist König, oder? Wenn er nicht gestört werden will, stören wir ihn auch nicht. Okay, okay. Bis dann. So ein Zimmer hier so neblig. Oh, was für ein Saustall. Sogar schlimmer als deine Bude. Haha. Erstickt, würde ich sagen. Wahrscheinlich im Schlaf. Ein gewaltfreier Tod in dieser Stadt? Dann wäre er ein Glückspilz. Was ist das da? Boah, ich muss kotzen. Riechst du das? Die Belüftung. Dämpfe aus dem Raum oben drüber. Moment mal, ist das nicht... Oh, Neoamphetamine. Willst du mir echt verklickern, du könntest Drogen so leicht erschnuppern? Wie ein Polizeihund? Polizeihund? Nein. Wie ein Sommelier. Lass uns oben mal nachsehen. Denke, unser Ripper hebt seine Vorräte da auf. Irgendwo bei einem Entlüftungsschlitz. Dr. Havoc und Radon? Gewaltsam.
Ergib dich! Säure, da haben wir sie doch. Ich mach schnell, versprochen. Komm raus. Noch eine Stunde hier, oder? Bitte nicht stören. Hallo? Wer ist da? Ja, na los! Was? Ist er gerade durch die Tür gekommen? Das sah aus, ne? Als wenn er gerade durch die Tür gegangen wäre. Also bei mir war sie jedenfalls geschlossen. Oder hatte ich keine Hitbox? Hm. Das ist so offen. Hast du jetzt auf Guerilla? Bringt doch nichts. Weit, weit hinter dir. Was geht denn da? Na gut.